Die Bäckerei Wildbadmühle gibt es seit ungefähr 100 Jahren. Wir selber als Familie betreiben diesen Betrieb erst seit 1988. Wir haben den Betrieb nicht geschenkt oder geerbt bekommen, sondern dass es dazu kam, das entspricht ein paar glücklichen Umständen, dass wir so weit gekommen sind als Bäckerei. Hat auch viel Engagement, viel Kraft, viel Zeit gekostet. Wir sind erst vor 3 Jahren nach Wittlich gezogen, weil wir uns entschlossen haben, das Bäckerhandwerk neu zu erleben oder zu beleben. Und haben eine neue Bäckerei gebaut auf den modernsten Standards, die man sich in Deutschland vorstellen kann. Hier am neuen Standort in Wittlich-Wengerohr sind wir teilweise klimaneutral. Jetzt im Sommer scheint die Sonne und an Tagen, wo die Sonne scheint, produzieren wir hier in Wittlich-Wengerohr mehr Strom, wie wir tatsächlich verbrauchen. Wir haben sogar einen Stromüberschuss, dann sieht man mal, was die moderne Technik alles ausmacht. Und somit schaffen wir das, 33% autark zu sein, das ganze Jahr über gesehen. Im Sommer sind wir sogar bis zu 70% autark. Wenn wir tagsüber produzieren, backen wir klimaneutral. In unserer gläsernen Backstube in Wittlich-Wengerohr haben wir uns für ein Konzept entschieden, wie es in Deutschland fast einmalig ist. Die Kunden können uns jeden Tag in der Produktion zuschauen, wie wir Brot, wie wir Brötchen, wie wir Plunderteilchen aufarbeiten. Und das ohne, dass was beschönigt wird. Die Leute schauen auf eine Brotanlage, auf eine Brötchenanlage. Es ist nicht hier so wie in der Lindt-Werbung, wo der Schokoladier seinen Kessel Schokolade rührt, sondern hier sieht man eine moderne Handwerksbäckerei, wie das Bäckerhandwerk tagtäglich gelebt wird. Hier sieht man, wo und wie es hergestellt wird. Das schafft eine gewisse Transparenz und Vertrauen. Es war für mich erstrebenswert, in der neuen Produktion alles zu backen, was man bei der Wildbadmühle kaufen kann. Nicht auf Tiefkühlprodukte oder auf Fertigbackmischungen zuzugreifen, weil ich sehe, das ist die größte Gefahr, dass das Handwerk verloren geht. Das hier ist aber keine One-Man-Show, sondern das hier ist wie ein Uhrwerk. Hier greift ein Zahnrad ins andere. Den ganzen Erfolg haben wir nur unseren Mitarbeitern zu verdanken. Den Mitarbeitern im Verkauf, den Mitarbeitern im Versand, den Mitarbeitern in der Backstube, in der Konditorei. Jedes kleine Zahnrad zählt und hier greift ein Zahnrad ins andere. Ohne unsere Mitarbeiter wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Also wir haben im alten Betrieb festgestellt, dass Mitarbeiter, die tagsüber arbeiten, grundlegend glücklicher sind im Leben, ein besseres Freizeitbewusstsein haben und die Work-Life-Balance besser stimmt. Somit haben wir die Mitarbeiter gefragt, ob sie Tag- oder Nachtschicht arbeiten wollen, weil wir das ja flexibel gestalten wollten, und haben festgestellt, dass 3/4 der Belegschaft lieber in der Tagschicht arbeiten wollen, wie in der Nachtschicht. Unser Ziel war es, in der neuen Backstube so viel Arbeit aus der Nacht in den Tag zu holen. Von insgesamt 25 Bäckern und Konditoren arbeiten nur noch 4 in der Nacht und der Rest alles am Tage. Das macht den Beruf attraktiver. Das ist die Riesenchance, die wir als Betrieb haben, um Nachwuchskräfte zu akquirieren. Also wir haben uns als Ziel gesetzt, jedem jungen Menschen, der eine Ausbildung machen will, eine Chance zu geben, den Beruf Bäcker zu erleben und zu leben, und sind bemüht, dass junge Leute den Beruf erlernen, sodass uns der Nachwuchs nicht ausstirbt, und somit haben wir nicht die Nachwuchsprobleme wie andere Bäcker. Ganz egal, welche Nationalität, welche Herkunft, welche Sprachbarriere herrscht, egal welcher Schulabschluss oder welcher soziale Hintergrund. Wer sich engagiert, bekommt die Möglichkeit auf eine Ausbildung, und dann ist jeder seines Glückes Schmied. Hier ist alles vernetzt, unsere Filialen geben die Bestellungen in der Kasse ab, wenn die Bestellungen nicht sogar von künstlicher Intelligenz direkt am Computer generiert wurden. Ja. Wir haben somit den Backzettel früher als alle anderen. Wir wissen jetzt schon, was wir für morgen, was wir für übermorgen, was wir für nächste Woche produzieren müssen. Diese Vernetzung macht es überhaupt erst möglich, so zu arbeiten, wie ein Bäcker das für die Zukunft tun sollte. So sehen wir uns für die Zukunft gerüstet. Komme, was wolle, wir sind da super aufgestellt. Ich sehe mich als der technische Bäcker und sehe das in der heutigen Zeit gar nicht mal als Manko, sondern eher als Qualität, dass ein Bäcker mit der neuesten Technik arbeiten kann und der Betrieb somit
modern ist, die Arbeit nicht mehr körperlich anstrengend ist. Als Bäcker muss man nicht mehr körperlich anstrengend arbeiten, sondern auch mit dem Kopf, und man sollte auch die Technik bedienen können. Wenn ich morgens hier ins Café komme, in die Produktion, in die Backstube, sehe die Mitarbeiter, sehe die Backwaren, die morgens frisch aus dem Ofen gekommen sind, dann macht mich das schon ein Stück weit stolz, in so einem tollen Familienbetrieb mich engagieren zu dürfen. Ich sehe mich für die Zukunft gut aufgestellt, weil die Belegschaft, die ich habe, mit der neuesten Technik arbeitet und somit für die Zukunft gewappnet sind, weil die Technik wird in die Bäckerbranche immer mehr eintreten. Für mich war es Ehrensache, den elterlichen Betrieb weiterzuführen, und freue mich darüber, dass mein Bruder es mitmacht.